Mein Name ist André Sage, ich bin der Bürgermeisterkandidat für die Bürgermeisterwahl der Stadt Coswig am 23. April 2017. Ich bin geboren am 7.01.1970, aufgewachsen im kleinen Fleming-Örtchen in Senst und wohne heute im Ortsteil in Kobbelsdorf. Vom Beruf bin ich Bankkaufmann, habe diesen Beruf gelernt in der Raiffeisenbank in Coswig, bin heute der Filialleiter der Volksbank in Coswig und habe in verschiedenen Verantwortungspositionen dieser Bank bisher gearbeitet. Ich bin verheiratet, glücklich verheiratet, habe zwei erwachsene Söhne. Bin stolz darauf, dass auch der erste Sohn meinem Berufswunsch nachgekommen ist und auch den Beruf des Bankkaufmanns hier in der Region vor Ort erlernt hat. Mein zweiter Sohn ist gerade dabei, sein Abitur abzulegen. Gesellschaftlich aktiv bin ich seit 1993 als Schatzmeister beim SV Kobbelsdorf e.V., was mir auch sehr großen Spaß bereitet und ich bis heute dem Verein die Stange gehalten habe. Ich bin aber nicht nur als Schatzmeister unterwegs, sondern auch sportlich aktiv. Ich spiele bei den alten Herren von Blau-Rot-Coswig jede Woche Montagabend Fußball. Politisch interessiert war ich schon immer. Ich bin seit über zwei Jahrzehnten im Ortschaftsrat der Gemeinde Kobbelsdorf tätig. Seit 8 Jahren bin ich Mitglied des Stadtrates der Stadt Coswig und durfte dort in verschiedenen Ausschüssen mitarbeiten, zum Beispiel dem Finanzausschuss, dem Bauausschuss, dem Hauptausschuss. In der letzten Legislaturperiode war ich Vorsitzender des Sozialausschusses, was mir sehr großen Spaß bereitet hat und ich dort sehr große Erfahrungen sammeln konnte. Damit qualifiziere ich mich für den Bürgermeister der Stadt Coswig und werde versuchen, die Stadt Coswig nach vorn zu bringen. Liebe Bürgerinnen und Bürger der Stadt Coswig, wie Sie wissen, ist am 23.04.2017 die Wahl zum Bürgermeister. Ich sage Ja zu Coswig. Sagen Sie auch Ja zu mir als Bürgermeister?